Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 2. Oktober 2017. Mein Name ist Norbert Gieso. Morgen ist Feiertag, das heißt, dann wird es kein Tageshoroskop geben. Dann wieder am Mittwoch. Außerdem ist heute Montag, das heißt, da empfiehlt es sich auch immer einmal auf die kommende Woche vorauszuschauen. Aber natürlich auch auf heute und morgen zu fokussieren. Interessant ist, dass diese Woche Donnerstag es zum Vollmond kommen wird. Vollmond in Zeichen Waage und Widder. Das bedeutet, der Mond, der hier zunehmend ist, läuft in den nächsten Tagen auf die Opposition zur Sonne zu. Das bedeutet, dass quasi die Spannung immer mehr ansteigt. Wenn bei Vollmond der Pfeil den Bogen verlassen soll, muss bis zum Vollmond der Bogen eben stark gespannt sein. Und diese zunehmende Spannung zeigt sich eben überall. Das kann aber auch eine sehr kreative und fruchtbare Spannung sein, die es uns eben ermöglicht, auch Dinge zu kreieren. Des Weiteren, das kann man hier ganz gut sehen, ist es so, dass sich Mars und Venus, die beiden letzten Planeten, die im Zeichen Jungfrau verblieben sind, dass diese beiden Planeten, die ja auch für weiblich und männlich stehen, dass die sich annähern und auch ebenfalls am Donnerstag in Konjunktion miteinander stehen, also zusammenkommen. Das kann natürlich alle möglichen Begehrlichkeiten wecken, was Beziehung anbelangt, dass wir im Grunde analog zu den Geschehnissen der Planeten uns wünschen, dass unsere weibliche und unsere männliche Seite miteinander verschmelzen, zusammenkommen. Und daran sehen wir natürlich im Vergleich in der Außenwelt, wo das in unseren Beziehungen nicht so ist, wo eben Mann und Frau nicht eng zusammen sind, nahezu wie eins sind, sondern wo jeder nach seinem Ego, nach seinen Vorstellungen handelt und wo eben die Kluft sehr weit auseinander geht. Und das kann natürlich auch in uns die Sehnsucht wecken nach einer Beziehung oder einem Kontakt, der mehr dem entspricht, was wir uns so stark wünschen. Oder aber wir sind allein und projizieren halt irgendwie uns all unser Glück darauf, dass jemand in unser Leben tritt, mit dem wir dann gemeinsam leben können. Sodass einerseits Sonne und Mond als die archetypischen Faktoren für weiblich und männlich weit auseinanderstehen, aber Venus und Mars eng zusammenstehen. Also das zeigt schon ein gewisses Spannungsfeld an, was sich in den nächsten Tagen aufbauen wird. Heute am Montag beginnt der Tag hier mit dem Mond im Wassermann. Der Mond wird dann um 16:26 Uhr ins Zeichen Fische wechseln. Der Tag ist also zweigeteilt, kann man sagen. Zwischen 16 und 17 Uhr ist dann Mondwechselenergie. Das ist oftmals eine verwirrende Phase. Mondwassermann hat ja viel zu tun mit Freiheit, mit geistigem Arbeiten, mit dem Wunsch nach mehr Raum und Gleichgesinnten. Das ist also eine Stellung, die durchaus geistig anregend sein kann und auch damit gut zu den Waageplaneten passt. Dann eben ab 16:30 Uhr der Mond in den Fischen, wo er bis zum späten Mittwochabend bleibt. Das heißt, da kommt so ein Wechsel ins Emotionale, vielleicht auch eine Phase der Verwirrung oder der Desorientiertheit. Mit dem Mond im Fischen sind die Gefühle tief, der Wunsch nach Erlösung ist stark, der Wunsch nach Verbundenheit ist stark. Oftmals ist es schwer für uns, uns für Alltagsdinge aufzuraffen. Man möchte mehr träumen oder positiv gesehen, nichts gegen Träumen, meditieren oder solche Dinge tun oder sich der Kunst widmen, was in der Verbindung von Sonne, Waage und Mond, Fische ohnehin eine gute Sache wäre. Was bei all dem nicht vergessen werden darf, ist, dass der Jupiter hier dabei ist, in den nächsten Tagen im Oktober ins Zeichen Skorpion zu wechseln. Wir finden Jupiter hier schon im 29. Grad der Waage. Jupiter zeigt immer an, wo sehr viel Energie sein wird. Und das bedeutet, dass dann
bald im Skorpion für ein Jahr sehr viel Energien sein wird, was eben grundsätzlich bedeutet, hier ist sehr viel Energie zur Transformation, zur Wandlung, zur Selbsterforschung für die Tiefe gegeben. Darauf werde ich noch weiter eingehen in den nächsten Tagen. Morgen der Feiertag, der Dienstag, dann mit dem Mond in den Fischen, mit einigen interessanten und schönen, aber unspektakulären Aspekten. Viertel vor fünf morgen den Mond Neptun, also so passt zum Feiertag, man weiß nicht genau, was man machen soll, es sei denn, man ist sehr spirituell interessiert und forscht, meditiert oder macht Yoga. Die Venus ist morgen im Trigon zu Pluto, was eben auch bedeutet, irgendwie, dass durchaus es möglich ist, sich tiefgründigen Dingen zuzuwenden. Genau, und dann eben geht es dann in den Mittwoch wieder in die Rest der Arbeitswoche, wo dann am späten Abend der gegen Viertel vor elf der Mond in den Widder geht und dann noch massiver auf den Vollmond zuwandert. Also einige interessante Konstellationen noch diese Woche, auch noch dieses Jahr, worum wir uns kümmern müssen. Für heute am Montag sage ich, wünsche ich uns allen einen guten Wochenanfang, einen schönen Montag. Und sage Tschüss bis Mittwoch.